Zu eurer Linken darf ich anfangen mit der Vorstellungsrunde von Sarah Zuliani. Sie ist Vereinbarkeitsmanagerin, strategische Vereinbarkeitsentwicklungsberaterin. Du darfst gleich noch ergänzen, was ich alles vergesse, weil deine Liste ist schon sehr, sehr lange. Und wie das Ganze zusammenpasst, das wirst du uns gleich noch sagen. Auf jeden Fall geht es bei dir als Lotsin auch für Pflege und für Eltern und Kinder natürlich ganz viel um das Thema Work, Life und Family. Und natürlich auch, wo ist der Punkt, wo das Ganze dann mit zum Beispiel Unternehmen aufeinander trifft? Und wo ist dann Widerstand vielleicht von unternehmerischer Seite? Und was gibt es da für einen Nutzen? Weil da wollen wir einfach die Augen aufmachen, mal hingucken, wie das Ganze auch aus der anderen Seite gesehen werden kann. Ja? Nicht nur aus der familiären, privaten Seite, sondern auch aus der wirtschaftlich-unternehmerischen Seite. Und da muss ich sagen, bin ich schon sehr beeindruckt von dem, wie ich dich auf LinkedIn wahrgenommen habe, weil du da sehr proaktiv und sehr offen und auch sehr spitz dann teilweise in die Themen reingehst. Finde ich ganz, ganz toll. Schön, dass du da bist. Riesenapplaus für Sarah, bitte. Die Liste ist nicht weniger lang von Maxi. Maxi Leuchters arbeitet bei der Hans-Böckler-Stiftung hier in Düsseldorf und ist seit 2019 Referatsleiterin für Unternehmensrecht und verantwortungsvolle Unternehmensführung, auf Deutsch gesagt. Der Begriff heißt Corporate Governance, und was das alles bedeutet und was deine Schnittpunkte zwischen Pflege und Unternehmertum oder auch Gesellschaften, Genossenschaften, Verbänden etc. pp. ist, da gehen wir auch noch gleich drauf ein. Du darfst auch gleich noch ergänzen, was deine Arbeit alles ausmacht. Vielen herzlichen Dank, dass du da bist, und deinen Applaus bitte, Maxi. So, und der Mann in der Runde ist Heiner. Heiner Fischer ist Väterberater und hat mit Väterwelten eine Institution gegründet, wo er Väter in ihrer Rolle begleitet und unterstützt, berät und dann auch die Schnittstellen zum gesellschaftlichen, familiären Leben bietet und da die Männer in die Verantwortung nimmt, aber sie auch unterstützt, ihnen die Plattform gibt, sich zu vernetzen und in diesem Netzwerk Community-Gedanken zu stärken und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Das, und das finde ich sehr, sehr spannend, da bin ich oder möchte ich dich bitten, eure Lagerfeuer zu erklären. Ich stelle mir das sehr nostalgisch vor. Ob das so ist, werden wir gleich von dir hören. Schön, dass du da bist, Heiner Fischer. Sarah, du hast das Mikro schon in der Hand. Magst du bitte noch ganz kurz mal drauf eingehen, was ist für dich als Pflegelotsin, Beraterin, was deine tägliche Arbeit mit dem Thema Care ausmacht? Mein ganz persönliches oder meinst du in Bezug auf mit Unternehmen? Fangen wir mal erstmal mit dem ganz persönlichen an. Oh, da hast du mich jetzt erwischt. Also ich habe zwei kleine wilde Jungs zu Hause und die fordern und überfordern mich tagtäglich. Deswegen ist das Ganze irgendwie immer zusammenzubringen. Aber ich glaube, ihr habt das auch sehr schön gesagt. Man möchte nicht nur arbeiten, man hat Spaß an der Sache, die man tut. Und es braucht eben die Kombination aus allem, um irgendwie auch für sich selbst glücklich zu sein. Leben. Absolut, wichtiger Punkt. Reich mal das Mikro bitte weiter an Maxi. Maxi, deine Litanei ist richtig lang. Du bist sehr engagiert, auch in Verbänden, wie angesprochen, und anderen Institutionen. Du sitzt in Aufsichtsräten und bist da eine sehr, sehr gute Brücke, glaube ich, zur Wirtschaft. Wie kam es dazu, dass du als junge Frau da dir solche Aufgaben angenommen hast? Ja, das ist ja manchmal, wie das so ist, da entscheidet man sich nicht immer für, sondern irgendwie kommen die Dinge dann zu einem. Genau, aber du hast das Thema angesprochen, Unternehmensführung, Corporate Governance, was hat das überhaupt mit dem Thema Pflege und Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun? Und jetzt bin ich auf der einen Seite in den Aufsichtsräten als Arbeitnehmervertreterin, das heißt, ich habe da ganz klar die Perspektive der Beschäftigten, wenn ich in diesen Gremien mitwirke, und auch bei diesen Fragen der guten und nachhaltigen Unternehmensführung spielt die soziale Dimension von Unternehmertum eine immer größere Rolle. Und wenn wir eben über diese soziale Dimension von Unternehmen sprechen, dann ist man ganz, ganz schnell bei dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf als einfach zentrales Element, wo es auch, muss man ehrlicherweise sagen, in vielen Unternehmen auch noch eine ganze Menge zu tun gibt. Und genau die Perspektive versuche ich
dort in den Gremien, in denen ich bin, einzubringen. Und genauso auch in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Ratsmitglied der Stadt Krefeld, wenn es eben darum geht, ganz konkret Politik vor Ort zu gestalten und da das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, auch das Thema Feminismus in der Stadtentwicklung mit einzubringen. Bin ich sehr gespannt, was da noch für Ansichtspunkte bzw. Erfahrungen von dir dann mit reinkommen. Heiner, erzähl mir bitte ganz kurz Lagerfeuer. Was ist das bitte? Ja, wir sprechen von digitalen Lagerfeuern. Wo fange ich an? Ne? Weil letztendlich geht es ja darum, dass wir die Männer in die Verantwortung bringen wollen, eine aktive Vaterrolle zu übernehmen, nicht nur um Frauen zu entlasten, sondern auch um eine Beziehung zu den Kindern herzustellen und auch Frauen finanziell und materiell selbstständig und unabhängig zu machen. Das, was ihr alle seit Jahrzehnten fordert, geht nicht, wenn die Männer nicht mitziehen. Die sitzen immer noch an den entscheidenden Stellen, Positionen, diese gläserne Decke. Und da müssen wir ran. Und wir schaffen Safer Spaces, so nennen wir die, also geschützte Räume für Männer. Wir benennen sie übrigens ganz bewusst im Sinne des Feminismus nicht Safe Spaces, sondern Safer Spaces. Das sind Räume, wo Männer stattfinden, deswegen dürfen wir sie nur, oder deswegen nennen wir sie so. Kleine Randnotiz. Und digitale Lagerfeuer sind Orte, wo Männer zusammenkommen, um über ihre Erfahrung, Vereinbarkeit, Familie zu sprechen, über ihre Sozialisation, welcher Vater möchten sie sein, welchen Vater hatten sie selbst in ihrer Vergangenheit, welcher Mann war in ihrer Kindheit für sie selbst da und ja, wie bekommen sie das Ganze unter einen Hut. Das heißt, wenn ich Elternzeit nehmen möchte und das meinem Chef sage oder meiner Chefin und die dann mit ihren Rollenstereotypen konfrontiert wird, so, hä, du hast doch eine Frau zu Hause, warum machst du denn jetzt 6 Monate Elternzeit? Dann muss der Mann da in den Widerstand gehen und dann wird er auf einmal, muss er sich rechtfertigen und so weiter. Und das schaffen nicht viele Männer, weil sie selbst in diesem Wettbewerb der Männlichkeit stehen und dann als schwach, als Schwuchtel oder sonst welche Abwertung bekommen. Und wir stärken die Männer in ihrer Vaterrolle an diesen digitalen Lagerfeuern. Voll stark. Vielen Dank für eure Ergänzungen, eure Positionen bzw. eure Sichtweisen auch. Ich würde gerne ganz allgemein die Frage an euch drei jeweils stellen. Was verbindet ihr bzw. wie empfindet ihr das Titelthema der Podiumsdiskussion oder des Panels zwischen Rollenklischee und Eigenverantwortung? Was sind da deine ersten Gedanken gewesen, Sarah? Man lebt selber in gewissen Rollen. Und obwohl wir nach außen was verändern möchten, alle miteinander, hat man, egal was man nach außen trägt, immer das Thema auch zu Hause selber. Ja? Und ich muss immer daran denken, wenn du das so erzählst, aus der Perspektive von Vätern, diese Beispiele kenne ich zu Hause, dass man gemeinsam in einem Unternehmen war und aufgrund der Elternzeit eine Position verloren hat, die Besserverdienerin zu Hause war und der Mann im selben Unternehmen immer noch arbeitet und Sorge hat, Teilzeit zu beantragen, vor der Angst, was mir widerfahren ist. Und das sind Themen, über die muss gesprochen werden und da braucht es Bestärkung. Und bei Männern wahrscheinlich sogar noch mehr, weil wir Frauen irgendwie auch gelernt haben, darüber zu sprechen oder wie uns sehr oft suggeriert wird, man kann ja in irgendeine Krabbelgruppe gehen und darüber sprechen, ne? Weil das ja da anscheinend sehr naheliegend ist. Also sprich, auch wenn wir alle darüber sprechen und egal wie jemand nach außen auftritt, jeder, jede hat diese Themen auf irgendeine Art und Weise auch zu Hause. Also die eigene Erfahrung dann tatsächlich ja. Auch. Mhm, absolut. Ja, vielleicht ergänzend zu dem, auf der einen Seite erlebe ich schon, dass sehr viele, insbesondere Frauen, diese Verantwortung für sich übernehmen wollen und auch bereit sind, aus diesen Rollenklischees oder Rollenmodellen auszubrechen. Und die Erfahrung, die ich aber selber gemacht habe oder die ich auch bei anderen erlebe, mit denen ich mich darüber austausche, ist, dass man dann aber relativ schnell an Grenzen kommt, weil die Struktur es eben einem nicht möglich macht. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die natürlich manchmal relativ schmerzhaft ist, weil man eben sieht, dass man das selbst nicht beeinflussen kann oder nicht ausschließlich. Und das führt vielleicht dann dazu, dass man sich an der einen oder anderen Stelle machtlos fühlt. Und deswegen ist, glaube ich, der Zusammenschluss
egal wie der aussehen kann, und das kann ja unterschiedlich sein, ne? Ob das jetzt mit anderen Kolleginnen und Kollegen ist, ob das Betriebsrätinnen und Betriebsräte sein können, ob das eine andere Art von Zusammenschluss ist, der ist dann wichtig, um am Ende auch strukturell was zu verändern. Und aus meiner Sicht, ohne die Strukturen zu verändern, werden wir auch individuell diesen Fortschritt nicht machen können, und daran wollen wir ja zusammenarbeiten. Wunderbar, also gerade das, was du für das Individuum angesprochen hast, braucht es aber auch den großen gesellschaftlichen Rahmen dafür, um da so wirksam sein zu können. Ne? Wunderbar, danke dir, Maxi. Heiner? Ja, es gibt so dieses Bild von der Gleichzeitigkeit von Wandel und Beständigkeit. Also Paare gehen heutzutage gleichberechtigt in den Kreissaal. Die Frau macht Karriere, ist besser ausgebildet, verlässt mit besseren Abschlüssen, besseren Noten die Universität als der Mann, auch bei Abiturjahrgängen und so. Und die Gleichberechtigung auch der Partnerschaft ist so lange da, bis es Kinder gibt. Und dann rutschen wir in die Traditionalisierungsfalle zurück der 1950er, 1960er Jahre. Und das heißt, das ist so wirklich dieser Spagat, den wir da machen zwischen den Rollenklischees und der eigenen Verantwortung. Ich möchte ja gerne, aber irgendwo stoße ich, ne, an diese strukturellen Hürden auch. Und wir haben für unsere Arbeit drei Veränderungsmechanismen identifiziert. Einmal die individuelle Ebene über die Lagerfeuer, die individuelle Ebene der Veränderung über die Väter, die strukturelle, in die Unternehmen reinzugehen, sie in die Verantwortung zu holen, und die politische. Wir müssen endlich diese Vaterschaftsfreistellung umsetzen, dass Väter oder Partner, PartnerInnen der Gebärenden 14 Tage frei bekommen bei vollem Lohnausgleich, damit wir gerade in dieser sensiblen Phase nach der Geburt, und da spreche ich noch gar nicht davon, dass wir eventuell ein pflegende Eltern dann sein werden, dass wir da eine Unterstützung haben. Und da muss die Politik auch was machen. Danke dir, Heiner, an der Stelle. Magst du ja ganz gerne. Vielleicht ein ganz kleiner Hinweis, weil das jetzt in dieses Jahr passt. Das ist eine europäische Initiative gewesen, und es ist im Juni ja auch Europawahl. Also von daher sich auch gerne mal mit dem Thema beschäftigen, was auch auf europäischer Ebene zur Gleichstellung von Mann und Frau gemacht wird. Da passiert nämlich eine ganze Menge, und oft ist es ja so, dass das Positive dann nationalstaatlich auf den Weg gebracht wurde, und das, was dann nicht so gut funktioniert, da zeigt man dann schnell mit dem Finger auf die europäische. Aber das ist wirklich was Progressives, was auch auf europäischer Ebene initiiert worden ist, und passt ganz gut in dieses sehr wichtige Wahljahr. Absolut. Lara, wie siehst du das Thema zwischen Rollenklischee? Passt, wir teilen uns das Mikro. Danke dir. dieses Rollenklischee und die Eigenverantwortung. Das eine findet mehr im Außen statt, das andere mehr im Innen. Genau, erstmal die Frage. Die zweite schiebe ich gleich hinterher. Ich habe sehr bewusst, als ich diesen Titel gesetzt habe, das Eigen in Klammern gesetzt. Und das schließt genau an das an, was Maxi auch gesagt hat. Ich sehe Verantwortung in den Familien drin und die Grenzen, an die wir immer wieder stoßen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf allen Ebenen darüber reden. Und vor allen Dingen, dass wir übers Reden auch sensibilisieren. Da haben wir heute schon mehrfach drüber gesprochen. Ich fand ein sehr schönes Bild dazu, dass der Sascha, der Initiator vom Equal Care Day, mir ins Gedächtnis gerufen hat. Die leben zu Hause eine sehr gute Gleichberechtigung anscheinend. Und er sagte, ja, aber weißt du was, Folgendes passiert. Weihnachten kommt die ganze Familie zu Besuch und der Onkel und der Opa bleiben sitzen. Und was passiert? Mein Sohn bleibt plötzlich auch einfach sitzen, statt den Tisch mit abzuräumen. Und die Frauen stehen auf und machen das. Und das sind ja so viele Dinge, die in unserer Sozialisierung passieren, die unterbewusst passieren, die dazu führen, also das ist ja nicht, oft ist es nicht bewusste Entscheidung, sondern es ist einfach dieses Antrainierte, das, was uns vorgelebt wurde. Und das können wir halt nur durchbrechen, indem wir Eigenverantwortung übernehmen, aber auch die außen drum herum in Verantwortung ziehen, die etwas dran ändern können. Absolut. Ich würde noch gerne für die Runde hier so eine kleine Zielrichtung vorgeben. Was wäre die perfekte Quintessenz für dich? Von der Panel-Diskussion heute hier. Ich möchte, ich glaube, ich weiß schon, was rauskommen wird. Und zwar, dass es nicht die eine Stellschraube gibt. Aber ich würde gern mit euch zusammen heute herausfinden, an welchen Stellschrauben
wir drehen können oder wo wir dafür laut werden können, dass gedreht wird. Und ja, ich hoffe, dass wir da vielleicht irgendwie noch ein paar Impulse gleich mitnehmen. Bin ich ziemlich sicher, dass das der Fall sein wird, allein schon durch diesen heutigen Tag und durch die Gesprächspartner, die auch ihr seid und eure Fragen gerne mit reinwerfen können. Ne? Gebt einfach Handzeichen, nehmen wir euch super, super gerne mit ran. Aber ich würde gerade bei dir, Lara, mit anschließen und die Frage an dich, Maxi, weitergeben. Warum muss Equal Care Bedeutung finden, wo es per se jetzt erstmal gar nicht auf der Tagesordnung steht? Weil sich sonst vermutlich nichts ändert. Ja, und ich glaube gerade, und das ist dann vielleicht nochmal die Erkenntnis, um auch nochmal auf den Titel des Panels zurückzukommen. Es ist so, dass es immer noch sehr viele Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft gibt, die, ich weiß nicht, ob das ein Luxus ist, ja, den Luxus oder das Pech haben, sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen zu müssen. Und solange das so ist, wird sich nichts verändern. Und das heißt, dass man auf der einen Seite auch was daran ändern muss, wer diese Entscheidungsträger sind. Auf der einen Seite, aber gleichzeitig muss man natürlich auch versuchen, immer wieder durch Ansprachen, durch darauf, dass man auf das Thema aufmerksam macht in verschiedenster Weise, auch bestimmte Menschen dazu zu zwingen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und wir können jetzt sehen, beispielsweise aufgrund auch des Fachkräftemangels, dass manche Fragen, auch wenn uns das vielleicht nicht ganz so passt, aber einfach auch eine ökonomische Notwendigkeit werden. Und leider ist es nun mal so in dem Land, in dem wir leben, dass sowas dann oft nochmal eine andere Dynamik bekommt, wenn es auch eine ökonomische Notwendigkeit gibt. Aber deswegen bin ich nicht so ganz hoffnungslos und vorsichtig optimistisch, obwohl ich eher eine etwas zurückhaltende Person bin, glaube ich, dass man da perspektivisch auch noch ein bisschen mehr Zug reinbekommt in das Thema. Also die Sensibilisierung der Zielgruppen dementsprechend. Hast du das Gefühl tatsächlich, oder ist es deine Erfahrung, dass die entscheidenden Positionen, Stellen entweder nicht dafür befähigt sind, sich darum zu kümmern, Gedanken zu machen, oder einfach das aus dem, ich sage jetzt mal, unternehmerischen Kontext nicht auf der Mattscheibe haben, obwohl sie vielleicht, und das stelle ich jetzt mal als These rein, auch selbst eigentlich schon genug Touchpoints damit haben? Vermutlich eine Mischung aus beidem. Also ich glaube, der erste Punkt ist der, dass natürlich die Erfahrungen, die ich in meinem eigenen Leben mache, also das, was mich direkt betrifft, auch in meinem Privaten, dass mich das beeinflusst, wie ich auch im beruflichen Kontext oder auch im politischen Kontext Entscheidungen treffe. Und wenn ich mir eben noch nie darüber Gedanken machen musste, was dann nach 14 Uhr mit meinem Kind passiert, weil ich immer jemanden habe, der das für mich übernommen hat, dann ist das natürlich eine Frage, die mir vielleicht relativ schwer in den Sinn kommt, wenn ich auch über meine Beschäftigten nachdenke. Ja? Und genauso verhält sich das natürlich in der Politik. Wenn ich noch nie mit einem Kinderwagen durch eine Straße gegangen bin, ja, dann habe ich andere Maßstäbe daran, wie ich eine Straße plane, wie ich einen Platz plane, ja, wie ich ein Gebäude plane. Und all das ist auch überhaupt nicht, ist kein Vorwurf zwangsläufig. Ich glaube, man muss einfach erkennen, dass das so ist, dass die eigenen Erlebnisse, Erfahrungen, die Entscheidungen, die man trifft, prägt. Ja? Und genau deswegen ist es eben so wichtig, dass es diverse Teams gibt, dass es verschiedene Perspektiven eingebracht werden und dass nicht immer, Entschuldigung, der gleiche Thomas mit dem gleichen Lebenslauf in Unternehmen, aber genauso auch in politischen Kontexten Entscheidungen trifft, weil eben dann nur diese eine Perspektive voraussichtlich berücksichtigt wird. Und das ist aber ein längerer Prozess. Leider sehen wir, das ist nichts, was sich von heute auf morgen ändert. Aber steter Tropfen hüllt den Stein. Das muss man angehen und da braucht man leider ein bisschen Durchhaltevermögen. Und das, glaube ich, ist richtig anstrengend, aber notwendig, wie du sagst. Und ist es dann ausschließlich eine Information und Sensibilisierung oder was gibt es für Möglichkeiten, da tatsächlich zu aktivieren, dass es vom Verständnis ins Handeln übergeht? Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich bin ein großer Fan der Quote. Ich glaube, wir brauchen gesetzlich verbindliche Regeln,
jetzt sprechen wir über einen relativ kleinen Kreis von Unternehmen, die das im Moment betrifft. Aber ich glaube, dass wir anders nicht weiterkommen. Da kann man sicherlich auch darüber nachdenken, ob das nicht nur Unternehmen betreffen könnte, sondern aus meiner Sicht betrifft es auch beispielsweise Parteien. Wir haben, ich bin in der SPD engagiert und da gibt es eben interne Quoten, die aber sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle nicht immer so greifen, wie wir uns das vorstellen. Aber ich glaube, dass man anders nicht den Fortschritt in der Zeit erreicht, den wir uns alle vorstellen. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es schon auch Bewegungen, das muss man sehen, wenn man jetzt sich Unternehmen anschaut, dass die Frage von Nachhaltigkeit, das meint jetzt nicht nur die soziale Nachhaltigkeit, sondern auch die ökologische Nachhaltigkeit insbesondere, dass das Diskussionen sind, die immer ernsthafter auch in Unternehmen geführt werden. Und da gibt es schon Gruppen, und das sind insbesondere auch Investorinnen und Investoren, die sich beispielsweise fragen, was passiert denn auch mit dem Geld in einem Unternehmen, was ich dort investiere, und müssen da nicht nur die ökonomischen Fragen eben im Vordergrund stehen, sondern eben auch Fragen von Nachhaltigkeit nochmal mehr Beachtung finden. Das heißt, das ist auch eine Entwicklung aus meiner Sicht, die dazu beiträgt. Das ist jetzt keine Regulierung in dem Sinne, aber man sieht schon, dass es eine Art von Shift in der Diskussion gibt, und zwar in verschiedenen Gruppen, in verschiedenen Diskussionskreisen, und dass auch das natürlich diesem Thema helfen kann. Aber man muss eben auch immer wieder laut werden, weil natürlich, gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht, es da auch ganz, ganz unterschiedliche Anspruchsgruppen gibt, die dann laut werden. Und da darf eben dieses wichtige Thema nicht unter die Räder geraten. Vielen Dank. Gute Überleitung zu Sarah. Sarah, du bist eine dieser Stimmen, würde ich sagen, die zumindest auf Unternehmen zugeht. Und vielleicht magst du einfach noch mal kurz erzählen, warum, wieso, weshalb du überhaupt dazu gekommen bist und was du eigentlich tust. Weil das, glaube ich, ziemlich gut an das anschließt, was Maxi gerade in Gänze gezeigt hat. Bring es für uns in ein praktisches Beispiel, damit es für uns anfassbar wird. Ja. Genau, also diese Argumente, die du alle schon geliefert hast, das sind alles so die, man könnte sagen, die Kerben, in die man auch reinschlagen kann. Die Frage ist immer, wer ist dein Gegenüber und mit welchem Hebel kann man das Thema bewegen? Ne? Also was tue ich? Genau, ich begleite Unternehmen dabei, eben Mitarbeitende langfristig zu binden und das Vereinbarkeitsthema in den Blick zu nehmen. Das heißt, das Ganze strategisch anzugehen und eine Langfristplanung zu machen im besten Fall und Budgets, die dafür gewissermaßen in verschiedenen Größenordnungen auch benötigt werden, bereitzustellen. Und ja, das ist nicht einfach mal so getan. Ich bin seit 6 Jahren grundsätzlich an diesem Thema Vereinbarkeit dran, aus der Elternrolle kommt. Ich habe ja eben schon so kurz einen Einblick gegeben, wie das kam. Und ich war aber von Anfang an der Meinung, es muss auf jeden Fall irgendwas auf Arbeitgebenden-Seite passieren. Denn als mir das passiert ist und ich meine Position nicht nur verloren hatte, sondern meinen Job und im Grunde ein Kind hatte, was mich aus dem Leben geworfen hatte und der Job, diese eine Konstante mir auch noch genommen wurde, stand ich da und ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Und dann fing das an, okay, also es ist ja nicht nur, ich habe ja nicht nur was verloren. Warum hat mein Arbeitgeber denn jahrelang in mich investiert und mich gefördert und mich dann verloren? Ja? Und das war der Anfang von dem Ganzen. Und das hat jetzt, ich bin jetzt seit 6 Jahren in dem Thema im Hintergrund aktiv, bin letztes Jahr in die Selbstständigkeit gegangen. Und mir geht es genau darum, dieses Thema in der Breite zu öffnen und dass man eben darauf schaut, wo möchte man hin, wie sieht meine Belegschaft aus, was brauchen meine Mitarbeitenden, was ist unser Thema. Ich fand das sehr charmant heute Morgen, was du sagtest mit über dich, ist eigentlich das Unternehmen so an das Thema Pflege auch gekommen, ja, und hat das jetzt zu seinem gemacht. Und genau das ist es. Jedes Unternehmen muss für sich rausfinden, für welches Thema stehe ich, ja. Und wir können die Themen sehr, sehr breit machen. Wir können auch, wir reden heute viel über Elternschaft, über Pflege von eigenen Kindern. Aber wenn ich da den Geschäftsführer gegenüber sitzen habe, ja, berührt das? Habe ich diesen Painpoint? Aber wenn man sagt, haben Sie denn einen Hund?
Ja, mit dem müssen Sie doch regelmäßig rausgehen, oder? So, an dem Punkt sind wir, ja? Also wir müssen uns überlegen, wie öffnen wir das Thema? Und das ist, sag ich mal, all das, was du gesagt hast, ne? Auch über das Nachhaltigkeitsthema zu gehen und so weiter und so fort. Genau, hat das deine Frage beantwortet soweit? Ansonsten hakt nochmal hinterher, ja? Ich würde aber noch hinterher haken und natürlich als investigativer Journalist. Ja. Die Frage, die, also ich versuche jetzt die unternehmerische Position zu sehen, geht es mir immer darum, wo ist mein Gewinn, den ich daraus finden kann. Und ich glaube, da ist gerade so mit der Mitarbeiterbindung ein Riesenpotenzial da. Wird das schon gesehen in den Unternehmen, die du berätst? So würde ich es noch nicht sagen. Also ich sag mal, es gibt ja genug Studien, die das belegen. Ne? Wir können Zahlen liefern und das ist, glaube ich, nicht das Thema. Es ist aber, wenn man das Thema angeht, nichts, was man übermorgen spürt oder ablesen kann. Es fängt ja schon an dem Punkt an, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige und irgendwie sehen will, ob eine Verbesserung eintritt, muss ich ja erstmal überhaupt KPIs definiert haben, um messen zu können. Ja, wir fangen aber dann an dem Tag ja erstmal an, uns KPIs zu setzen. Denn wie viele Arbeitgeber wissen denn, wie viele Eltern sie beschäftigt haben? Wie viele Menschen in meinem Unternehmen pflegen Angehörige oder haben Fälle, ne, wie ihr sie beschrieben habt? Und was heißt das für die Menschen dahinter? Und das Spiel können wir lange in vielen Fragen und Silhouetten führen. Kenne ich meine Mitarbeiterschaft? Weiß ich, wer da ist und was die Bedarfe sind? Und genau darum geht es, rauszufinden, was für ein Angebot kann ich als Arbeitgeber machen? Und Angebot, ich möchte das gar nicht als Angebot immer nur mit Produkten und Lösungen bespielen, sondern es gibt Maßnahmen, es gibt Sachen wie: Habe ich diese Helping Hand, die ich ausstrecken kann? Oder vielleicht allein die Einstellung schon offen kommunizieren, wie das Unternehmen dazu steht. Weil ich glaube, dass das auch schon teilweise gar nicht vorhanden ist. Es fängt ja schon damit an, dass wir heute, wenn ich das Wort Vereinbarkeit jetzt in den Mund nehme, ich setze mal voraus, jeder von uns weiß, was ich meine. Ja, dürfen wir aber nicht. Wir waren letztes Jahr hier im schönen Kiwi Fighter und da ging es genau darum. Und dann hatte ich eine Person im Workshop sitzen und sagte: Entschuldigung, aber ihr sprecht hier über Vereinbarkeit, wir sind schon voll in den Deep Dive gegangen. Was meint ihr denn damit? Ja, da müssen wir anfangen. Wir müssen sagen, was ist denn Vereinbarkeit für mich individuell? Kann das ganz unterschiedlich aussehen zu euch. Aber auch als Unternehmen, was ist denn Vereinbarkeit für uns? Und dann können wir uns erst auf diesen Weg machen. Und ich glaube, damit haben wir schon das erste Mal festgestellt, hier müssen verschiedene Stellschrauben zusammenkommen. Denn es braucht sowohl die persönlichen Geschichten als halt auch evidenzbasierte Fakten. Investoren wollen Zahlen sehen, Geschäftsführer wollen wissen, was habe ich am Ende des Tages davon. Ne? Und, aber die überhaupt dafür aufzukriegen, dass sie sich diese Zahlen angucken und drüber nachdenken, dafür braucht es ja auch irgendwo diese persönlichen Geschichten aus den Unternehmen oder eben aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Also zwei Stellschrauben haben wir schon. Und dank des Fachkräftemangels, wenn ich da nochmal drauf aufsetzen kann, ist die Notwendigkeit der Pain, jetzt kommen wir nämlich zum Pain der Unternehmen, und der muss da sein, dieser Schmerz. Und wir müssen den Schmerz nutzen, sage ich mal, und genau da aufmachen und sagen, wie kriegen wir diesen Fachkräftemangel denn bedient? Ne? Wie können wir unsere Arbeitgebermarke stärken? Und ich finde es nicht schön, diese Themen mit einem Arbeitgeberattraktivitätsmerkmal irgendwie so plakativ zu benutzen. Aber letztendlich, ja, es geht um diese Mitarbeitendenbindung, die lässt sich dann eben so schön nach außen tragen. Aber wenn wir über Zahlen sprechen, dann geht es darum, eben eine Krankheitsquote zu senken oder eine Ausfallquote. Es geht darum, die Fluktuation zu senken, und das haben wir. Du hast es auch heute Morgen gesagt. Das ist nämlich genau der entscheidende Punkt. Dein Unternehmen hat dich jetzt gebunden, und ich meine es im positivsten Sinne, weil sie dich emotional auch halten. Du bist ihnen treu. Ich wäre meinem Unternehmen wahrscheinlich auch einfach treu geblieben, wenn die mich begleitet hätten in diesem Weg, ne, an diesem Punkt. Ja? Und dann zu sagen, das kann man messen, weil dann habe ich keine Recruitingkosten hinterher und der ganze Rattenschwanz. Ja? Und wir reden hier über Gelder. Also wir reden über Gelder und davon abgesehen, dass wir die Menschen überhaupt nicht finden auf dem Arbeitsmarkt. Muss ich nochmal das Mikro an mich reißen. Weil wenn wir nämlich über das Thema Messen reden und Zahlen, ich würde total gerne da mal kurz an Heiner weiterreichen. Ich erinnere mich daran, Heiner, als wir uns kennengelernt haben, da habe ich von dir eine Aussage gehört, Väter lernen in der Zeit, wo sie Väter sind, Skills, für die Unternehmen ansonsten sehr viel Geld ausgeben müssten, damit die überhaupt bei Männern ankommen. Wie kann man das den Unternehmen klar machen und auch den Vätern, die vielleicht auch nicht wissen, ob sie
überhaupt in die Vaterrolle so tief einsteigen wollen. Also anzuknüpfen genau daran, was ihr beide schon gesagt habt und auch an die Frage, die Unternehmen wissen gar nicht, wen sie da im Unternehmen überhaupt haben. Also wenn wir in Unternehmen reingehen und fragen, wer macht Elternzeit, dann können sie die Zahlen noch geben. Oder wer macht Jobsharing, also wer teilt sich eine Stelle mit zwei Personen, können sie auch noch sagen. Sie können aber zum Beispiel nicht sagen, arbeitet die eine Person auf dieser Stelle irgendwie vollzeitnah oder auch 50% oder 60%. Und wenn wir da in die Zahlen reingehen, dann ist zum Beispiel ganz erschreckend, haben wir jetzt mal mit einem Kunden gemacht, da war dann auf einer mittleren Management eine Stelle, wo ein Mann, eine Frau sich die Stelle geteilt haben, die Frau hat 50% gearbeitet und der Mann 75% zum Beispiel und hatte dann einen Nebenerwerb und hat dann auch noch im Nebenerwerb gearbeitet. Das heißt, auch da müssen wir mal reinschauen, auch das Unternehmen muss noch mal hinter die Person gucken und fragen, was ist denn noch dahinter in der Freizeit? Was könnte denn da noch an Belastung ist? Und da hört es dann auch auf. Also es ist dann eher so, diese Zahlenerhebungen sind dann ganz andere als die Lebenswirklichkeit der Menschen, die dann abgebildet sind. 1,7 Millionen Männer überlegen aktuell, den Job zu kündigen in Deutschland, weil der Arbeitgeber ihnen keine Vereinbarkeit ermöglicht. Und das wissen die Unternehmen nicht. Und wenn die das wüssten, dann würden sie schon längst aktiv werden und die Väter in die Verantwortung holen. Denn Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Unternehmen ist nach wie vor, ich mache jetzt mal Air Quotes, ein Frauenproblem. Heißt, wer macht denn zum Beispiel im Unternehmen, wer besorgt das Geschenk für die Kollegen, wenn die Geburtstag haben? Wer räumt denn die Spülmaschine ein? Wer kümmert sich um den Kaffeeautomaten? Und so weiter. Das sind alles diese Faktoren, und Männer machen das nicht. Das heißt, auch dass die Frage nach, wer geht in Elternzeit? Ist es immer sofort die Frau, 12 Monate? Na klar, wenn sie früher zurückkommt, Rabenmutter, was tust du denn deinem Kind an und so weiter. Und wenn es der Mann macht, dann kriegt er, erstmal wird ihm gesagt, 2 Monate Väterzeit sitzen drin, ja, aber mehr auch nicht. Und wenn er vielleicht ein bisschen länger macht, kriegt er mal ein bisschen Applaus. Das heißt, wir müssen da ein bisschen mal aufräumen, mal die Lebenswirklichkeit der Familien widerspiegeln, auch in den Unternehmen. Und jetzt die Chancen. Wir sagen immer, Familie ist Bootcamp. Ihr kennt das alle, ihr begleitet ein Kind an der Quengelkasse. Ne, die haben ja extra die Bonbons, die Süßigkeiten, ihr seid froh, die Ware kommt aufs Band und dann Endgegner, irgendwie die Süßigkeiten an der Quengelkasse. Ja, das ist ein Bootcamp, ne? Permanent die Kinder zu begleiten im Alltag. Ich sehe nur Frauen, die das machen. Ich sehe keine Männer, die Kinder begleiten beim Einkaufen. Stopp, Moment, doch. Samstag morgens beim Bäcker Brötchen holen, damit die Mama mal eine halbe Stunde Zeit hat, die Wohnung aufzuräumen. Ne? So, das heißt, wir müssen auch da rein. Und die Väter lernen neue Kompetenzen in der Elternzeit. Und zwar dann am besten, wenn die Partnerin nicht gleichzeitig auch noch Elternzeit hat. Und da müssen wir die Unternehmen in die Okay. Genau, weil und da müssen beide ran. Also wer neue Väter fordert, der muss auch neue Mütter fordern. Mütter müssen abgeben. Sie sind ja in der gleichen Sozialisation groß geworden, ne? Mit diesem Stereotyp, der Mann verdient das Geld, die Frau bleibt beim Kind zu Hause. Und ich spreche jetzt ganz bewusst in diesen binären Strukturen. Für mich ist Gender ganz viel, also nicht nur Mann und Frau, nur um das nochmal so zur Handnotiz mit reinzubringen. Das heißt, wir müssen die Männer befähigen, die Väter befähigen, eine aktive Rolle, Kompetenzen zu erlernen. Und natürlich fangen sie ganz vorne im Urschlamm an, weil sie es nie gelernt haben. Uns wurden die Teddybären früher aus der Hand genommen. Sei ein Mann, hör auf zu heulen, Mann oder Memme. So, und entweder auf dem Schulhof fing es ja auch an, Nils Picker, tolles Buch geschrieben, Prinzessinnenjungs. Entweder gehörst du zu den Coolen oder du bist schwul. Also Männlichkeit, du bist dann ein Mann, wenn du nicht weiblich bist. Du bist dann ein Mann, wenn du keine Gefühle zeigst. Sobald du das tust, bist du weiblich. Und jeder Mann wird groß in dem Konkurrenz, in diesem Denken, bloß nicht weiblich zu sein, also Mann zu sein, Stärke zu zeigen. Sobald du jetzt aber sagst, ich gehe in Elternzeit, das ist ja was Weibliches, ne? Weil, ist ja was mit. Ist es auch das, was du als Feedback aus den Netzwerken rausbekommst, dass diese Konfrontation von den stereotypen Sichtweisen immer noch so krass verhärtet ist? Ja, haben alle gemacht. Alle Echt? Väter, die da sind, ja. Okay. Ja, ja.
Also alle. Aber so ein bisschen mehr Verständnis für die eine und für die andere Seite oder einen open-mindederen Blick darauf ist nicht Usus. Nee, überhaupt nicht. Also okay, die Väter, die zu uns sind, die an die Lagerfeuer kommen, die sagen, hurra, ich werde Vater. Verdammt, wie sage ich es meinem Chef? Mhm. Und es ist immer diese Diskussion dann auch auf der Arbeit, es fehlen die Anknüpfungspunkte, die Angebote. Okay, also die eine Ebene ist schon mal die Paarebene zwischen Mann und Frau, wo das geteilt oder kommuniziert werden oder eine Sichtweise vertreten werden muss. Das andere ist der Schnittpunkt zur Gesellschaft und zum Arbeitsleben. Gibt es da irgendwie schon eine Veränderung, die du feststellst? Ja, die Männer, die zusammenkommen in diesen Gruppen, wir machen das ja in Unternehmen, also wir gehen in Unternehmen rein, gründen Väternetzwerke und die Männer, die dann dort sitzen, die Väter, das erste ist, boah, wie geil ist das? Zweitens, endlich macht das Unternehmen mal was für Männer, weil Vereinbarkeit heißt ja dann auch oft diese Angebote der Gleichstellung, ja, wir fördern Frauen zurück in den Job, alles richtig, nach der Geburt schnell wieder anzuknüpfen, materiell, finanzielle Unabhängigkeit, ja, aber das ist ja kein Hebel, das ist eine Wippe. Gleichzeitig müssen wir die Männer in die Familien bringen. Und da fehlt es an Angeboten. Da gibt es keine Angebote. Und das machen wir mit Vaterwelten. Das ist unsere Aufgabe, die Männer zu stärken. Und wenn wir sie zusammen haben an einem Ort, im Unternehmen, dann sind die Männer so toll. Die sind erstmal unfassbar dankbar, dass es einen Raum gibt, wo sie sich austauschen können und nicht lange erklären müssen, wie ihre Sozialisation aussieht, wer sie geprägt hat und so. Weil das wissen alle. Wir können sofort in den Schmerz reingehen, den sie mitbringen. Sarah, empfindest du das auch so von unternehmerischer Seite, dass da diese Stereotype, ich nehme das Wort nochmal in den Mund, da immer noch so krass, ich würde mal sagen, ketzerisch nostalgisch sind? Also das ist einfach noch so vertreten. Also krass, okay. Ich werde es nicht berichten, ich habe es zu euch gesagt. Ich hatte gerade letzte Woche wieder so ein Beispiel, wo man dachte, sind wir in 2024? Und deswegen auch das Hundebeispiel, ja, das ist irre, ja, aber ich in meine Vergangenheit schauend, wenn ein Mann in einer gewissen Position 4 Kinder zu Hause hat, mich aber dann fragt, ich verstehe gar nicht, warum dauert das denn so lange mit der Eingewöhnung, dann sage ich, okay, aber, eigentlich hat er ja 4 Kinder, oder? Hast du es schon mal probiert? So, aber dann weiß man ja, dass er offensichtlich die Eingewöhnung nicht begleitet hat, kein Mal von den 4 Mal. So sieht die Welt aber auch aus. Und da müssen wir uns halt überlegen, wie machen wir das? Deswegen auch kollektiv. Ne? Ich habe heute auch schon Einzelgespräche geführt. Wir kommen immer wieder an denselben Punkt. Also das, was Heiner quasi mit seinen Kollegen macht und was ich auch tue, was wir im Kiwifalter machen, immer auch wieder verweisen auf das, was es gibt in der Gruppe. Ich würde da gerne noch mal kurz ansetzen. Der Heiner hat eben gesagt, wir müssen auch neue Frauen fordern. Und es gibt so eine Sache, die, ich glaube, die kann ich so ein bisschen über einen Kamm scheren. Es gibt ja auch Studien, die das belegen, was wir Frauen nicht so gut können. Und da würde ich gerne noch mal Maxi zuhören, nämlich das Thema Netzwerken. Also wir Frauen sind unfassbar gut darin zu netzwerken, wenn es ums Thema Care-Arbeit geht. Aber wenn es um den Job geht, nicht. Warum und was können wir dafür tun als Gesellschaft? Schweres Thema. Ich glaube, man braucht Frauennetzwerke. Also man muss, vielleicht fängt man erstmal damit an, wo bilden Männer beruflich ihr Netzwerk? Wo passiert das? Das ist dann beim Bier nach dem Termin, also immer dann im Prinzip, wenn klassischerweise vermutlich die Frau sich dann um andere Fragen kümmert zu Hause. Das sind aber auch Veranstaltungen, die primär von Männern besucht werden. Und das ist, glaube ich, extrem schwierig oder das, auch da braucht es einen langen Atem, dem etwas entgegenzusetzen. Und ich glaube, man muss das schon ein Stück weit auch forcieren und das aktiv auch selbst angehen, dieses Netzwerken. Beispielsweise auch über Plattformen wie LinkedIn, das ist eine gute Möglichkeit, aber eben auch innerhalb von Unternehmen, aber auch anderen Organisationen auch Frauennetzwerke zu schaffen. Und das beispielsweise habe ich auch versucht, als Teil meiner ehrenamtlichen Ratsarbeit, das auch in kommunalen Verwaltungen mit zu unterstützen, also Frauennetzwerke, Frauen in Führung, dass das tatsächlich auch monetär
unterstützt wird, auch die Fortbildungsprogramme entsprechend unterstützt werden und sich dann so auch Netzwerke bilden können in Strukturen. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was noch Entwicklung braucht und manchmal eben auch ganz individuell einfach sich mit Kolleginnen und Kollegen, die in ähnlichen Kontexten engagiert sind, sich auch auszutauschen, weil man braucht, finde ich, auch immer wieder Leute, die auch die Erfahrungen, die man sammelt, in sehr männerdominierten Umgebungen, mit denen man auch diese Erfahrungen teilen kann und die sind nicht immer nur positiv. Ja, und da glaube ich auch ein Netzwerk zu haben, auch so ein Safe Space zu haben und auch darauf vertrauen zu können, dass diejenige Person, der ich das anvertraue, mich versteht und vielleicht auch ähnliche Erfahrungen selbst schon mal gemacht hat. Das ist, glaube ich, wahnsinnig hilfreich. Das ändert ganz konkret an diesen Sexismus-Erfahrungen nichts, die man macht, aber es unterstützt einem manchmal darin auch für sich zu begreifen, dass das nicht an mir liegt, sondern dass das eben diese strukturellen Probleme sind und sich dann nochmal gegenseitig zu bestärken, auch dran zu bleiben und eben auch nicht aufzugeben, das hilft dann schon mal sehr viel. Bestärken, das würde ich gerade gerne nochmal aufnehmen, weil Tatsache ist ja auch, dass ich glaube, es ist statistisch nachgewiesen, dass Männer eher mal ihren Kumpel für einen Job vorschlagen, als Frauen das tun. Was ja mit mehreren Dingen zusammenhängt. Also ich meine, auch wenn man das Thema Bewerbung und so weiter, ne? Also wenn ein Mann zu, ich weiß gar nicht, 60% auf einen Job oder so passt, ne? Ich, Zahlen bitte jetzt nicht festlegen, ohne Gewähr, dann bewirbt er sich auf so einen Job und eine Frau denkt, nee, ich erfülle ja nur 90%. Da schreibe ich lieber keine Bewerbung hin. Ne? Was können wir ganz konkret, weil Tatsache ist, dass wir heute hier einen Frauenüberschuss haben. Was kann jede von uns heute mit hier rausnehmen, um gesellschaftlich, denn Irina und ich haben vor kurzem einen Podcast zusammen gemacht und da die schöne Feststellung gehabt, Gesellschaft, das sind auch ich und du. Was können wir Frauen, die wir heute hier in diesem Raum sind und auch Männer, dafür tun, um das anzugehen, dass Frauennetzwerke besser werden? Also es ist in dem Moment ja schon ein Netzwerk, wo wir alle hier sind und uns zu diesem Thema austauschen. Ja? Und dann, glaube ich, ist der erste Schritt, das dann nochmal in die eigenen Strukturen mitzutragen und als MultiplikatorInnen zu wirken, um auch dann da an der Stelle tatsächlich auf das Thema aufmerksam zu machen und wirklich auch mal zu überlegen im eigenen Unternehmen, wenn man berufstätig ist und wenn es sowas noch nicht gibt, kann ich sowas anstoßen? Was sind auch Partnerinnen und Partner in Unternehmen, mit denen ich sowas gemeinsam machen könnte? Ja, also da denke ich jetzt auch über oder denke ich jetzt an Mitbestimmungsstrukturen, vielleicht auch mal zu überlegen, ob das eine Möglichkeit wäre. Und dann würde ich auch immer sagen, es ist wahnsinnig wichtig, die Themen auch vor Ort kommunalpolitisch anzusprechen. Also wer sind eure Repräsentantinnen und Repräsentanten vor Ort? Und wo gibt es vielleicht vor Ort Probleme, Herausforderungen, die vielleicht diejenigen, die dort sitzen und die Entscheidungen treffen, aufgrund eben dessen, wie sie auch sozialisiert worden sind und die eigenen Erfahrungen, die sie gemacht haben, nicht kennen oder auch nicht kennen können. Und da wirklich auch keine Scheu zu haben, auch ins Gespräch zu gehen und diesen Dialog zu suchen. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil sonst macht es keiner. Und das kann ja auch konstruktiv passieren. Also es geht ja auch nicht immer nur darum, zu sagen, was nicht funktioniert, sondern einfach auch mal, wenn man eine gute Idee hat, was funktionieren kann und wie vielleicht auch nur eine Kleinigkeit vor Ort sich verbessern kann, dann geht in den Kontakt und sprecht es an. Darf ich mal kurz in die Runde fragen, hat jemand von euch schon Erfahrungen damit? Also hat eine von euch das Thema schon mit ins Unternehmen reingenommen oder in Freundeskreis, sowohl das Vernetzen als auch das Austauschen? Was eigentlich das Gleiche ist, fällt mir gerade auf. Habt ihr die Erfahrung gemacht? Darf ich gerade zu dir kommen? Magst du mir sagen, wie das bei euch stattgefunden hat? Und als Tipp, mir geht es darum, so, wo, an welche Stelle genau wende ich mich? Gehe ich als
Mitarbeitende, zu meinem Personalchef, gehe ich zum Betriebsrat, gehe ich zum Chef direkt, welche Strukturen spreche ich an und mit welchem Thema darf ich da jetzt auf die Zukunft, also Ich-Botschaft, glaube ich, würde ich jetzt als Kommunikationstrainer schon mal mitnehmen, oder? Ja, ich will nicht so viel vorweggreifen, weil wir gleich auf jeden Fall auch noch was sagen werden fürs Generelle, aber ich würde es für mich eher so sehen, dass ich immer auch noch mal schaue, was ist mein Anpack, was ist das, was mir wichtig ist. Und das will ich auch weitergeben und will auch das teilen. Also ich versuche auch einfach überhaupt Orte zu haben, an denen ich sprechen kann und dann auch zu sagen, was mir wichtig ist, um das gut zu machen, was ich tue. Also das wäre eher einfach nochmal das für mich und für andere Einstehen. Also das finde ich auch schon mal sehr gut, die eigene Position da gestärkt mit rauszunehmen. Hat jemand noch einen Tipp, wer dein richtiger Ansprechpartner sein könnte? Ah, ich komme zu dir. Sag mir kurz, wie du heißt. Hallo, Sebastian Rathenow von der Stadtverwaltung Düsseldorf aus dem Amt für Gleichstellung und Antidiskriminierung. Und ich habe bei uns ein Väternetzwerk gegründet und kann mich da einfach den Erfahrungen vom Heiner Fischer nur anschließen, dass die Väter den Raum sehr gerne nehmen, sich austauschen wollen und auch eine aktive Vaterschaft leben wollen und mehr in der Familie präsent sein möchten und darüber so einen Ort brauchen, sich auszutauschen, um das eben auch in der Stadtverwaltung mit durchzusetzen und da Räume für Vereinbarkeit zu schaffen. Und so ein Raum ist bei euch gegeben in der Stadt? Richtig, ja, richtig, genau. Okay, wunderbar. Vielen Dank, Sebastian, an der Stelle und auch dir nochmal Dankeschön. Ich suche aber immer noch den einen Ansprechpartner. Ich bin jetzt in einem Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern im Industriezweig. Wen spreche ich an? Habt ihr mir einen Tipp? Also, nee, Entschuldigung. Ja, ja. Maxi, gibst du das Mikro weiter, bitte? Du bekommst es gleich zurück. Also bei uns, unsere Ansprechpersonen sind Gleichstellungsbeauftragte. Und die Gleichstellungsbeauftragte, das sind per Gesetz sind es Frauen, außer ich glaube in zwei Bundesländern dürfen es auch Männer sein. Das sind die strukturell Verantwortlichen in den Unternehmen, in den Behörden, die dafür zuständig sind, Gleichstellung voranzutreiben und zwar für alle Mitarbeitenden. Das ist nicht nur Frauenförderung, sondern komplett Querschnittsthema durch die ganze Gesellschaft. Und das sind unsere AuftraggeberInnen. Das Problem ist nur, beziehungsweise die Herausforderung vielleicht, die haben ein kleines Budget, ein paar tausend Euro hier, ein paar hundert Euro da. Da werden wir nicht den großen Wurf mitmachen. Wir müssen es schaffen, in die nächste Ebene zu gehen, in die Personalabteilung, in die Mitarbeiterversammlung oder wie das auch immer heißen mag, in den Unternehmen, in den Strukturen. Jetzt wissen wir aber auch, und Maxi hat es, glaube ich, gerade erwähnt, der Thomas, der da ganz oben als Geschäftsführer sitzt. Oder der Bürgermeister, der Thomas heißt. Es gibt, glaube ich, mehr Thomas-Bürgermeister, als es Frauen-Bürgermeisterinnen gibt. Genau, Oberbürgermeisterinnen, genau. Und die Albright-Stiftung verschickt zum Beispiel immer rote, gelbe und grüne Briefumschläge an die Vorstände von den DAX-Unternehmen, die gar keine Frau im Vorstand haben oder nur eine Frau, Klammer auf, das ist dann meistens auch die Personalerin, Klammer zu. Und wie schaffen wir es denn daran zu kommen und dann an diese großen Töpfe ranzugehen, dass es nämlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir mit unseren Väternetzwerken wollen nämlich auch die Partner der Mitarbeiterinnen mit reinholen in die Väternetzwerke, die gar nicht in dem Unternehmen arbeiten. Aber es heißt ja Familie und Beruf und nicht Mitarbeiterinnen und Beruf. Also wir müssen da auch dahinter nochmal schauen. Und die zu überzeugen, diesen Silberrücken, der Thomas, der eine Karriere gemacht hat, nicht weil er lange Elternzeit genommen hat, sondern weil er nie zu Hause war. Wie können wir den davon überzeugen? Und da müssen wir Strategien. Ich habe nicht die Antwort dafür, überhaupt nicht. Das sind ganz dicke Bretter. Nur wir müssen das im Schulterschluss. Und da brauchen wir Frauennetzwerke, um die Väter zu fördern. Genauso wie die Frauen Männer brauchen, um in die Karrieren zu kommen. Es geht nur gemeinsam. Und das müssen wir verstehen. Vielen Dank, Heiner. Vielleicht noch eine Ergänzung ganz kurz. Ich glaube, man muss auch gar nicht immer so extrem groß denken. Ja, weil das hilft zum Beispiel einfach schon, wenn man sich auf einen Job bewirbt, mal eine Freundin zu fragen, liest du mal über meine Bewerbung drüber? Oder schaust du dir mal meinen Lebenslauf an? Oder das eben auch mal jemand anderem, einer Freundin anzubieten? Oder wenn man irgendwo arbeitet, irgendwo in einer Organisation tätig ist, vielleicht einfach mal ein paar Frauen abends zu fragen, wollen wir noch mal was trinken gehen? Oder wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken, nur wir hier Frauen?
Also man muss, glaube ich, gar nicht so vor diesem großen Wort Netzwerk irgendwie so zurückschrecken, sondern das sind wirklich auch die kleinen Dinge, wie man schon starten kann. Und auch vor allen Dingen dieses gegenseitige Bestärken. Ganz minimale Anekdote, sie ist leider gerade nicht im Raum, aber meine Schwester hat mir die Tage was zum Durchsicht geguckt, die sich auf etwas beworben hat. Und ich habe da drüber gelesen, war alles fachlich absolut korrekt. Und dann habe ich ihr so eine lange E-Mail zurückgeschrieben, warum sie nicht darüber geschrieben hat, wie fantastisch sie ist in ihrem Job und was sie eigentlich alles tut. Hat sie drauf gehört, das an dieser Stelle. Aber genau das, was du sagst, ne? Dieses auch in dieses Netzwerken reingehen, uns gegenseitig zu bestärken. Und fand es übrigens auch jetzt ein bisschen bezeichnend, dass du eine freie Frage gestellt hast. 5 Männer im Raum, die einzigen, die geantwortet haben, waren 3 Männer. Genau, wir müssen da ein bisschen lauter werden, glaube ich auch einfach, ne? Sarah, du wolltest noch kurz was ergänzen. Genau, also wir waren jetzt auch bei Netzwerken und eine der Fragen war ja auch, was kann jeder hier im Raum oder auch da drüben tun für dieses Thema? Denn es sind nicht die Heiner der Welt oder die Sarahs der Welt, die versuchen gerade die Welt da irgendwie in den Unternehmen aufzuräumen, überhaupt nicht. Sondern gerade sowas wie Netzwerke, Väternetzwerke oder auch kleine Ideen irgendwie, zum Beispiel Lotsen ins Unternehmen zu holen, die kommen von irgendeiner Person im Unternehmen. Da ist es total egal, welche Position du hast. Die kennt nämlich Leute intern, weil die vielleicht schon seit 20 Jahren zusammenarbeiten und die jeden Mittag essen gehen. Und dazu sagen sie mal, hast du mal gehört, es gibt so und sowas und so. Und ich glaube, nur so kriegen wir das in die Unternehmen rein. Absolut, aber es braucht auch die Heiners und die Sarahs und die Maxis dieser Welt, um das zu verändern. Wir haben ein bisschen später angefangen. Ich finde, wir können schon noch kurz fragen, ob jemand eine Frage hat, oder? Gibt es Fragen hier im Publikum oder gibt es auch Fragen im Chat, die noch an unser Podium gestellt werden möchten? Momentan nichts. Möchtet ihr noch irgendetwas von diesen fantastischen Menschen hier vorne hören? Was ich aber tatsächlich schon mal mit auf den Weg geben möchte, weil das habe ich selbst in meiner Recherche jetzt auf den heutigen Tag festgestellt, wenn man so Organisationen wie euch, wie jeder einzelnen Person von euch zum Beispiel auf den Social Media Kanälen folgt, ob das Instagram ist oder LinkedIn, der bevorzugte Kanal ist euch überlassen, aber da finde ich, kann man schon ganz viel Impulse für sich selber rausnehmen. Ja, ihr sprecht die Themen an, ihr gebt dann teilweise auch kleine Tipps, wie man agieren kann und das einfach in den Alltag mit einzubauen und vor allem auch den Mut zu haben, das mit Huckepack zu nehmen und dann reinzugehen. Oder dann, wie du gesagt hast, mal zu einem Ansprechpartner im Unternehmen gehen. Oder das in der Politik, in der Verbandsgeschichte dann anzusprechen. Oder dann auch wirklich dann, selbst wenn es ein kurzer Talk, kurzes Gespräch mit dem Partner ist. Also allein dieser Austausch, initiiert durch einen Impuls von euch, finde ich, bewirkt schon ganz, ganz viel. Und wenn wir das alle tun, dann wird es richtig rund und richtig gut. Und so können wir die Sichtbarkeit nach außen stärken, das Thema breiter machen, auch die Unterschiedlichkeit des ganzen Themas immer wieder beleuchten und da auf in eine gute Richtung kommen. Dass da noch mehr mithelfen müssen, auch von unternehmerischer Seite, politischer Seite, das ist uns allen klar. Wenn wir jetzt mal nur drauf schauen, was kann ich selbst dazu beitragen, ist es, glaube ich, schon ganz, ganz viel, was wir jetzt in diesem Panel von euch mit auf den Weg bekommen haben. Ganz herzliches Dankeschön an Sarah, Maxi, Heiner und Lara an dieser Stelle. Euer Applaus für das Panel heute Nachmittag. Den Applaus, den haben wir schon mal uns geholt, weil der ist mehr als verdient. Ich würde euch gerne nochmal jedem Einzelnen, jeder Einzelnen von euch die Gelegenheit geben, nochmal so ein für euch kleines Blitzlicht zu machen. Das ist das Sandwich in der Mitte. Das ist dann oben unten. Okay. Blitzlicht. Bezogen auf diese Session oder auf den Tag. Ich würde sagen, auch wenn es nicht in offiziellen Gründungen landet, wie viele von uns das ja auch tun und das auch gut und richtig ist, so kann man sich doch gut zusammenschließen. Ob das jetzt 2 Menschen sind, die nebeneinander sitzen, in 2 Unternehmen arbeiten und dieselbe Sache bedienen wollen. Ob das Menschen sind, die einfach zu demselben Thema irgendwie unterwegs sind, sagen, wir machen einfach eine Kooperation zusammen und wir vertrauen einander und bewegen das Thema. So gibt es viele Möglichkeiten, um das Thema voranzutreiben.
Ich muss mir jeden Tag über meine Privilegien, die ich habe als Mann, bewusst werden und stolper immer mal wieder über bestimmte Dinge. Ich rede zu viel, ich bin zu laut oder ich nehme anderen den Raum. Und das muss ich mir permanent bewusst werden. Und das hat in den Gruppen, die wir haben, ist das Thema. Wir arbeiten geschlechterreflektiert. Und wir brauchen solche Räume, damit diese Männer nicht zur AfD gehen. Weil Männer, die frustriert nach Trennung keine Räume haben, wo sie ihre eigene Belastung Ausdruck verleihen können, sich radikalisieren. Das wissen wir. Und diese Generation, die jetzt heranwächst, die wird zwar progressiver, nur bei den Frauen findet das viel mehr statt als bei den Männern. Und wir brauchen diese Räume. Und das nehme ich so mit, so für mich jetzt aus dieser Diskussion, dass das, deswegen gerade auch das Sandwich-Ding. Ich gehe mal weiter. Ja, ich glaube, die Quintessenz ist, es ist noch viel zu tun. Aber auf der anderen Seite hat auch jeder und jede von uns kleine Möglichkeiten, etwas zu verändern. Und zwar nicht nur für sich persönlich die Eigenverantwortung zu leben, sondern auch in den Dialog zu gehen mit denjenigen, die ja Entscheidungsträgerinnen und Träger sind und auch die dann wiederum in die Verantwortung zu nehmen. Und ich glaube, wenn wir das machen und auch da bereit sind, vielleicht auch mal das ein oder andere unangenehme Gespräch zu führen, das ist der Beginn von Veränderungen und das wünschen wir uns alle zusammen. Vielen Dank. Dem würde ich zustimmen und ich glaube, dass das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass wir hier auf viele Stellschrauben, und zwar kleine bis riesengroße, von denen man glaubt, dass man sie nicht bewegen kann, aber man braucht halt viele kleine, damit dann irgendwann sich das große Rad dreht, dass die vor uns liegen und vielen, vielen Dank für eure Impulse. Vielen Dank, dass ihr heute hergekommen seid. Wie ihr seht, ihr seid genau zur Mittagsabholzeit hier gewesen, deswegen sind die Reihen ein bisschen leerer gewesen, aber das Schöne ist, dass online ja auch jede Menge Leute dabei gewesen sind und vor allen Dingen, dass diese Diskussion zum Nachhören auch im Nachgang ab morgen nochmal da ist. Danke, danke, danke für eure Sichtweisen und dass ihr heute hier gewesen seid. Ja, Stimmungsabgleich von eurer Seite. Wie geht's euch jetzt im Moment gerade mit diesen Impulsen, mit diesen Beiwohnern von diesem Gespräch? Was sind eure Gedanken dazu vor allem? Magst du deine Gedanken teilen? Ach, es rattert total. Okay, das ist schon mal eine Sicht genau von dir. Wie sieht's bei dir aus? Was geht mit dir? Also ich denke, wir müssen da auch im ganz Kleinen anfangen. Also ich erlebe das in meiner Familie dass mein Schwager sich aktiv dafür entschieden hat, seine Berufstätigkeit zurückzustufen, um halt eben für die Familie da zu sein. Und die größte Diskussion ist in der Familie, wie kann der seinen guten Job aufgeben? Wie kann er das machen? Die Eltern sind total enttäuscht. Der Sohn verbaut sich seine Karriere nur, damit die Frau ein bisschen arbeiten kann. Und das ist noch so in unseren Köpfen drin, da muss man im Kleinen halt schon anfangen und sagen, Leute, es sind Mutter und Vater, haben da eine Aufgabe, diese teilen und seid doch froh, dass er das macht. Absolut, in der Familie, im Kleinen, definitiv. Ja. Andere Empfindungen von euch? Hier wird schon heiß diskutiert. Ich komme gleich mal mit dem Mikro, lasst uns teilhaben. Was ist das Thema bei euch beiden gerade? Zu der einen Seite gibt es immer auch noch eine andere Seite unter Umständen. Bei vielen geht es auch um die Frage, wer bringt das Geld, ausreichend Geld auch mit nach Hause. Ne? Derjenige, der viel Geld bringt, der sollte dann vielleicht auch seinen Vollzeitjob dann auch behalten. Was ist mit der späteren Rente oder Pension? Ne? Einfach nur als Frage, die dazukommt. Man darf das nicht aus den Augen verlieren. Absolut, die kann jetzt jeder nochmal mitnehmen und dann später in der Pause nochmal weiter diskutieren, weil danke für den Impuls und fürs Teilnehmen lassen an dieser Fragestellung. Genau, und ich habe gemerkt, dass hier auch mittlerweile die Diskussionen schon losbrechen, aber wir sind hinterm Zeitplan. Hier vorne noch eine letzte Wortmeldung und dann gehen wir weiter in die nächste Runde. Was war euer Gedanke dazu, dein Gedanke dazu? Ja, wir haben so ein bisschen eure Sprache mit analysiert und wir haben festgestellt, ihr habt immer von den Arbeitgebern gesprochen,
die größten Arbeitgeberinnen in Deutschland sind die Bundeswehr, die Diakonie. Also da können wir auch schon mal anfangen, unseren Horizont zu erweitern, das, wie wir sprechen. Und mir fällt noch gerade ein, wir reden immer von Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir müssen vielleicht auch noch mal auf das Leben jenseits vom Beruf in der Werb gucken, in die Vereine. Klassisch Sportverein, da werden dann immer die geehrt, die die ganze Zeit das Training gemacht haben und auf den Jubiläen und hinten sind die ganzen Ehefrauen und backen den Kuchen und halten den Laden am Laufen und vorne kriegt der Trainer die Ehrennadel angesteckt. Vollkommen verdient, aber da fehlt die Hälfte dieses Vereins immer. Das nochmal so. Wir haben eben nicht nur die Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft, Gott sei Dank. Vielen Dank für den Impuls. Die Wertschätzung da auch, genau. Vielen Dank dafür. Ja. Und vielen Dank für dieses wunderbare Panel. Ich hoffe, dass ihr uns noch ein bisschen heute hier erhalten bleibt. Wir starten jetzt weiter in das nächste Thema. Der Hannes darf da gleich ein bisschen was drüber erzählen. Aber ihr dürft euch einen letzten Applaus abholen. Vielen Dank. Applaus